Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man hier dieses Solarlicht 3 Watt von GEV und dieses Solarpanel montiert. Dieser Strahler wurde mir von GEV mal zum Testen leihweise zur Verfügung gestellt, sodass ich euch mal den Einbau zeigen kann. So, wir haben hier jetzt einen Punkt, einen alten Schuppen oder irgendwas, wo wir eventuell keinerlei Strom- oder Elektroinstallation zur Verfügung haben und wollen hier mitunter auch etwas Licht haben. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auf die LED- und Solartechnik zurückzugreifen, wie auch bei diesem Scheinwerfer. Schön ist an der Sache, wir haben hier ein Solarpanel, integrierte Akkus, einen Bewegungsmelder und eine 3 Watt Power LED. So, dieses System montieren wir jetzt standortsunabhängig von der Solaranlage. Das ist schön. Das heißt, wir können das auch hier unter einem Dachvorsprung montieren, wo jetzt eigentlich keine Sonne hinkommt. Aber da brauche ich ja nun schlussendlich auch wahrscheinlich die Lampe am meisten und können das Solarpanel quasi woanders montieren. Zuerst beginnen wir mit der Montage dieser Lampe. Das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Wir öffnen die Lampe hier unten mit diesem Schnellverschluss und haben jetzt hier die Lampe quasi in zwei Teile zerlegt. Einen Grundkörper, den Fuß und die Lampe. Die Lampe legen wir jetzt erstmal weg. Und jetzt haben wir nur noch den Grundkörper. Diesen Grundkörper können wir nun dort montieren, wo wir ihn haben möchten. Montiert ihn bitte so, dass schlussendlich auch die Lampe noch drauf geht. Nicht also so montieren oder so. Ihr müsst die Lampe dann schlussendlich noch drauf stecken können. Dafür haben wir hier diese beiden Abdeckungen. Die nehmen wir einfach herunter. Das ist ein Feuchtigkeitsschutz, diese Gummiabdeckung. Und durchstechen hier diese beiden Öffnungen, die sind hier vorgezeichnet, einfach mit einem Gegenstand durchdrücken, eventuell mit einem Schraubenzieher oder einem Messer. Bitte passt darauf auf, dass ihr euch dabei nicht verletzt. Das sieht dann so aus, wenn wir das gemacht haben. Und nun können wir den Grundkörper mit den mitgelieferten Schrauben einfach an der Stelle anbringen, wo wir ihn haben möchten. Ist das Beton oder Stein, müsst ihr hier vorbohren, die mitgelieferten Dübel verwenden. In diesem Fall ist das eine Holzwand, da kann ich es direkt dran schrauben. So, wir positionieren nun den Fuß so, dass er auch richtig rum ist. Hier steht extra Top für oben. Stecken hier quasi eine Schraube hindurch und schrauben ihn an der vorgesehenen Position einfach fest. Eventuell müsst ihr bei Holz etwas vorbohren. Nehmt einen Bohrer, der ca. 2/3 so stark ist wie die Schraube. Und da könnt ihr auch im Holz schon mal vorbohren, so reißt es euch wenigstens nicht. Wenn wir eine Schraube befestigt haben, können wir hier eventuell nochmal eine Wasserwaage anhalten, dass wir dieses Gerät auch gerade oder waage installiert haben. So, dann schrauben wir die zweite ein. Und somit haben wir schon den Standfuß oder den Befestigungsfuß montiert. So, wenn wir das System verschraubt haben, sorgen wir noch dafür, dass es auch wasserdicht bleibt, indem wir wieder hier unsere Stöpsel oder Abdichtungskappen aufbringen. Somit haben wir es nochmal abgedichtet, dass durch die Schrauben keine Feuchtigkeit eindringen kann. Als nächstes nehmen wir nun unsere Lampe und den mitgelieferten Akkupack und stecken hier diesen kleinen Stecker erstmal in die davor vorgesehene Buchse. Man kann den Stecker nicht verdrehen. Er hat hier oben eine Nase, die muss nach oben. Und so springen wir das jetzt einfach mal hier drin auf, drücken es zusammen, bis es eingerastet ist, rastet hörbar ein und legen den Akkupack nun hier hinein. Passt auf, dass ihr das Kabel hier schön unterbringt, dass es euch nirgendwo stört oder irgendwie sich einklemmt. Und schon habt ihr den Akkupack sauber verlegt. So, und die Lampe montieren wir ganz einfach, indem wir sie hier oben einhängen und nach unten einfach einklinken, bis hier unten die Nase einrastet. Somit ist das ordentlich fest verbunden. Jetzt können wir hier unsere Leuchteinheit, unsere Lampe so ausrichten, dass sie das oder die Stelle beleuchtet, die wir dann schlussendlich mit Licht versorgen wollen. Und nun brauchen wir als nächstes unser Solarpanel. Das könnten wir hier unter dem Vorsprung natürlich nicht montieren, denn hier ist ja keinerlei Sonnenlicht. Das Solarpanel braucht ja reine Sonneneinstrahlung, um Strom zu erzeugen. Also machen wir Folgendes. Wir suchen uns jetzt eine Position aus, wo wir unser Solarpanel montieren können. Achtet darauf, dass das Kabel noch ausreichend lang ist, dass es dann schlussendlich auch hier zu unserer Lampe noch hinreicht.
So, das Solarpanel solltet ihr natürlich so montieren, dass es so viel und so lange wie möglich Sonne abbekommt. Das machen wir folgendermaßen. Wir suchen uns eine Stelle aus. Ich habe mich hier für diesen Dachvorsprung entschieden, da ich hier fast den ganzen Tag Sonne habe. Wir können auch das Solarpanel dementsprechend knicken und biegen, sodass es dann schlussendlich wirklich einen optimalen Sonneneinstrahlwinkel bekommt. Jetzt machen wir wieder Folgendes. Wir haben hier unten so zwei kleine Kappen. Die öffnen wir einfach wieder oder entnehmen sie. Jetzt nehmen wir das Solarpanel und ich will es eventuell hier montieren. Also gehe ich auf diese Position, drehe mir den Fuß so, dass ich hier meine Schraube noch durchstecken kann. Hier oben haben wir dann auch noch die Möglichkeit, eine Schraube durchzustecken, aber wir können ja das Teil drehen. Also können wir erst eine befestigen, dann drehen wir es und schrauben die zweite Schraube fest. Nach dem Anbringen der Schrauben auch hier einfach wieder die Gummikappen aufbringen. So, nachdem wir nun beide Schrauben verschraubt haben, können wir das Panel dementsprechend ausrichten, dass es optimal von der Sonne beleuchtet wird. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen weiter vorsetzen müssen, dass ich es noch mehr knicken könnte. Das kann ich dann noch machen, damit dann die Sonne hier auch wirklich so lange wie möglich, so stark wie möglich drauf scheint. Jetzt haben wir hier unser Kabel. Dieses verlegen wir nun sauber zu unserer Lampe. Seht zu, dass ihr eventuell ein paar Nagelschellen euch besorgt und bringt es dann an, sodass das nicht hier so lose herumpampelt. Ich tue es jetzt hier anbringen und verlege es bis zu meiner Lampe. So, das Kabel habe ich nun zu meiner Lampe hierher geführt. Es hat mehrere Meter, das heißt, ich kann ziemlich weit weggehen mit dem Solarpanel. Habe hier unten jetzt eine wasserdichte Schutzkappe, die öffne ich und dort kann ich diesen Stecker einfach einbringen und so wird nun mein integrierter Akkupack geladen. So, dieser Vorgang sollte etwa erstmal einen Tag durchlaufen. Das heißt, damit ihr eure Akkus bei voller Sonneneinstrahlung mal einen Tag voll aufladet. Um nun den Bewegungsmelder einzustellen, gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Wir können den Bewegungsmelder drehen. Ich komme hier zur Tür raus, also wäre es sinnvoll, wenn er hier reagiert. Also drehe ich ihn hier zur Tür hin. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, mit diesem Plastikteil den Bewegungsmelder an manchen Stellen blind zu schalten. Das heißt, wenn er nicht ein zu großes Erfassungsfeld haben soll, brecht ihr einfach hier diese kleinen Plastikteilchen aus. Und an den Stellen, wo ihr ausgebrochen habt, sieht der Bewegungsmelder was. An den Stellen, wo die Plastikteile noch stehen, sieht er nichts. Und das drückt man dann quasi einfach nur noch hier unten auf. Und so kann man dann das Sichtfeld des Bewegungsmelders nochmal stark einengen, sodass er eventuell wirklich nur geht, wenn hier jemand durchläuft. Das überlasse ich aber euch. Das könnt ihr dann einstellen, wie ihr es benötigt. Ich lasse das Teil jetzt erstmal weg. So, jetzt erkläre ich euch nochmal schnell den Bewegungsmelder grob. Dazu haben wir hier zwei Steuerelemente. Einmal einen Schalter für Tag- und Nachtbetrieb. Das erklärt sich selbst, also selbsterklärend. Die Sonne steht für Tagbetrieb. Wenn ich den Drehregler auf die Sonne drehe, geht das System quasi den ganzen Tag. Drehe ich es mehr auf den Mond, geht es nur bei Dunkelheit oder bei Nacht. Mache ich hier so eine Art Mittelstellung, ist es mehr so eine Dämmerungseinschaltung. Das heißt, bei Dämmerung und bei Nacht funktioniert das System. Dann haben wir hier drüben an dem zweiten Schalter drei Lämpchen symbolisiert. Das erste Lämpchen steht für aus, es ist eine ausgeschaltete Lampe. Das zweite Lämpchen steht für Bewegungsmeldermodus. Das heißt, wenn ich es hier hindrehe, ist er im Bewegungsmelder aktiv und schaltet hier diese Lampe für einen kurzen Intervall ein. Und das dritte Lämpchen ist eine Art Warnsystem. Wenn jetzt jemand hier durchläuft, blinkt die LED kurz, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier jemand das Gelände betreten hat. So, und jetzt ist das System montiert und betriebsbereit. Ich stelle es jetzt mal auf den Blinkmodus, da der Akku noch nicht voll geladen ist, um euch mal zu demonstrieren, dass die Anlage funktioniert. Und bewege mich mal hier vor dem Bewegungsmelder. Und wir sehen, wenn ich mich jetzt vor der LED bewegt habe, blinkt sie dann quasi im Lichtmodus oder im Dauerlichtmodus, brennt sie dann einige Sekunden. So, und zu guter Letzt nochmal die Funktionsweise der Lampe unter realen Bedingungen. Es ist jetzt mittlerweile Nacht und wir schauen uns mal die Lampe bei Nacht quasi an. Ich lösche jetzt erstmal alle Lichter. So, und als erstes einfach mal der Blinkmodus. Ich bewege mich jetzt in den Bereich der Lampe einfach mal. Und das wäre jetzt der Blinkmodus. Also man sieht schon, die Lampe macht ziemlich hell. Und hier nochmal die Lampe im realen Lichtmodus. Ich bewege mich nochmal in den Sensorbereich
Und so sieht das aus, wenn die Lampe durchgehend leuchtet. Und damit kommen wir dann auch zum Ende des Videos. Das war, wie gesagt, der Einbau der 3 Watt Solar-LED-Lampe von GEV. Und falls ihr noch Interesse an weiteren Videos von mir habt, hier unten in den Anmerkungen findet ihr einige, sofern ihr die Anmerkungen eingeschaltet habt. Hat euch das Video gefallen, gebt einen Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, gebt einen Daumen runter. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.